Wir sind nicht gestorben, wir haben nicht viel HP verloren. Und ich glaube jetzt dadurch, dass die Phase jetzt auch beendet wurde, wurden wir wieder geheilt. Ist das Madoka? Das ist eine Irrenanstalt, eine Klinik, glaube ich. Eine Irrenanstalt. Oder ein Krankenhaus? Aber ich glaube eher eine Irrenanstalt. Ich glaube eher eine Psychiatrie, oder? Wobei das jetzt gerade eher nach einem Krankenhaus aussieht, ja. Als eine Psychiatrie. Oh, wer ist er denn? Okay. Folge dem Mann. Jo. Ibarra. Warte mal. Oh. Nee. Nee. Da krieg ich doch nicht rein. Da krieg ich mich keine Zip. Kommt das aus dem Brunnen? Oh Gott. Das ist mein Notizbuch. Wie ist das hierher gekommen? Choshiros Notizbuch. Ausschnitt aus einer Zeitung. Vermisste Mädchen gefunden. 5 Mädchen, die seit 2 Wochen vermisst waren, wurden gestern Nacht unversehrt aufgefunden. Ey, das gibt mir voll Gänsehaut, diese Scheiße. Ich hasse das. Ah. Die Namen der Mädchen lauten wie folgt. Misaki Aso, 7. Marie Shinomiya, 7. Madoka Tsukimori, auch 7. Tomoe Nanamura. Und Ruka Yomotsuki, alle 7 Jahre alt. Der Vorfall ereignete sich am gleichen Tag wie der Unfall während des Rugetsu Kagura. Der Glaube an ein übernatürliches Phänomen bescherte dem Vorfall große Aufmerksamkeit. Gestern gegen 23 Uhr entdeckte Toshiro Irishima von der Kripo Amanomura die 5 Mädchen auf dem Gelände der Haibara-Klinik. Laut Polizei ist der Hauptverdächtige für die Entführung der Mädchen ein Angehöriger der Haibara-Klinik. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Enthält Informationen über Personen und Ereignisse. Während du im Spiel weiter voranschreitest, kommen neue Einträge hinzu. Kassettenrekorder. Der Kassettenrekorder, den ich bei meinen Nachforschungen verwende. Oh. Toshiros Untersuchungsprotokoll 1. Das ist eine Kassette. Da ist eine Kassette drin, auf dem Etikett steht der Vorfall. Phase 3. Verlorener Tag. Toshiro Irishima. Anotoki. Kamikakushi ni atta Ruka tachi wo kono byouin no chika de mitsuketa. Sore de subete ga owatta to omotte ita. Daga あの時の5人のうち2人が死んだ。事件は終わっていないのか。Okay. Was stand da gerade? Folge dem Mann, der Yohaibara ähnelt. Ayako. Ein Mädchen, das mit Vorliebe sein Spielzeug zerstörte. Sie hatte es immer auf neue Spielsachen abgesehen, die in ihr Zimmer kamen. Das Mädchen ist schon sehr krank. Also ich glaube tatsächlich, also das Haus, wo wir eben waren, mit den Mädchen eben, wo wir denn Madoka gesucht haben etc. und mit Misaki herumgestreift sind, das war, glaube ich, tatsächlich eine Irrenanstalt. Und das hier sieht jetzt tatsächlich mehr nach dem Krankenhaus aus, oder? Oder ist das auch die gleiche Irrenanstalt, wo wir jetzt hier gehen? Weil wir ja nach dem Mädchen suchen. Müsste ja eigentlich dann die gleiche Irrenanstalt sein, ne?
霧島さん、これをあの島の人たちはもう咲いてしまっているかもしれない。これを使うことがないといいのですが。 Natürlich. Muss ich die anleuchten jetzt oder was? Geistertaschenlampe. Okay. Die Geistertaschenlampe schießt in einem Geist... schießt in einem Geiststein gespeichertes Mondlicht ab und macht Geistern damit den Gar aus. Drücke Y, um die Geistertaschenlampe zu aktivieren. Während sie in Bereitschaft ist, drücke und halte RT, dann lass ihn wieder los, um einen Mondlichtstrahl abzuschießen. Je länger du dir hältst, desto größer wird der beleuchtende Radius. Okay. Ja, genau. Ich drücke RT. Ach, okay, ja, ja, natürlich. Ja, ja, alles klar. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ja, genau. Es spawnt direkt vor meinem Gesicht. Junge. Wo ist der andere Geist? Ist der andere Geist tot? Oh! Ah, sie ist im Rage-Mode. Kaum noch, sie hat kaum noch Leben, ne? Das macht nicht viel Schaden, muss ich sagen. So viel Schaden, oder? Das ist also das Erblühen, von dem Sayaka gesprochen hat. Was ist nur mit den Leuten auf dieser Insel passiert? Hat das irgendetwas damit zu tun, dass Haibara hier auf der Insel ist? An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Lichtbildobjektiv. Das Lichtbildobjektiv erhalten. Chushiro kann Fotos machen, wenn er das Lichtbildobjektiv ausrüstet. Entferne es beim Angriff auf Rachegeister. Na super. Wechseln. Die Aufrüstung wechseln erhalten. Suche nach Hinweisen zu Yo Haibara. あの時、このエレベーターで地下の隠された場所に降りた。ルカたちを見つけた場所。もしハイバラがまだこの島に潜んでいるとしたら。あなたも病気なの? Was ist das denn jetzt? Oh Gott. Was zum Teufel? Ey, dieses Spiel ist super uncool, ne? Also, es ist sehr geil, muss ich sagen. es ist wirklich sehr geil. Also bis hierhin sehr, sehr cool. Sehr, sehr bedrückende Stimmung. Ich fühle mich die ganze Zeit über nicht wirklich wohl, muss ich sagen. Aber genau das soll es ja auch auslösen.
Aber das mit den Geistern und so, ne? So der ganze paranormale Scheiß, das ist zu viel für mich. Ich gehe kaputt da dran. Warnung, herumirrende Patienten. Sieht nach einem Warnhinweis für die Angestellten aus. Bitte achten Sie auch auf nachts umherwandernde MLS-Patienten. Bitte vergewissern Sie sich der gegenwärtigen Mondphase, wenn Sie Nachtdienst haben. Bei Vollmond überprüfen Sie bitte alle Schlösser. In wolkenverhangenen Nächten erhöhen Sie die Zahl Ihrer Rundgänge. Natürlich. Warte mal, wir haben doch hier irgendwelche Gegenstände auch gefunden, ne? Für unsere komische Geistertaschenlampe. Fügt der Geistertaschenlampe eine Fotografierfunktion hinzu. Okay. Erlaubt es, mehrere Objekte auszurüsten und zwischen ihnen zu wechseln. Zeigt die Energie der Geister an. Also das Messen finde ich sehr, sehr gut mit der Energie der Geister. Okay, das Objektiv ist schon komplett. Dann sammeln wir jetzt rote Steine. Das ist sehr schön. Dann können wir die auf jeden Fall für die anderen Sachen. Hier da vorne in dem Raum ist auf jeden Fall noch einiges, was wir uns holen können. Hier können wir noch speichern. Aha. Kräutermedizin, sehr schön. So, speichern wir erstmal. Achtundneunzigtausend, oh. Da fehlt ja nicht mehr viel. Da fehlt ja nicht mehr viel. Ich frage mich echt, wann wir die Extras hier freischalten. Oh, warte. Läuft der jetzt hier im Badeshorts rum? Ah, komm, natürlich. Im Dunkeln ist gut munkeln. Ja, natürlich. Die Surferhose und Flipflops. Klar. Na komm. So. Es muss ja passend zu den anderen sein, ne? Also die anderen laufen hier auch in ihren Strandklamotten und Schwimmklamotten rum. Deswegen müssen wir hier natürlich auch. Also. Ja, keinen Sinn, wenn die anderen so rumlaufen und er nicht. Der männliche Protagonist hier. Das macht ja keinen Sinn. Wir gucken mal kurz auf die Karte. Hier von dort können wir in den Raum. Ah, sorry. Ja, danke. Der ging aber noch tatsächlich. Das war noch okay. Ein alter Aufzug. Ja, da geht eine Treppe nach oben. Ja, gucken. Oh Gott, die Bilder sind aber auch gruselig hier, ne? Warum? Das ist die einzige Frage, die mir dazu einfällt. Warum? Es ist abgeschlossen. Na gut. Dann gehen wir nach oben. Ein Gegenstand. Frag mich, wann die nächste Geisterhand kommt und uns greift. Hoppa. Ich muss mehr damit arbeiten. Das ist ja, absolut, absolut. Ja. Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon, Fabio. So, okay, die Tür ist zu.
Aber das hier sieht tatsächlich mehr nach Krankenhaus aus, finde ich. Also das sieht hier jetzt nicht nach einer Irrenanstalt aus. Nach einer Psychiatrie. Ja, natürlich. Da kam gerade eine heulende Kinderstimme raus. Da gehe ich doch nicht rein. Ja, finde ich auch, oder? Also, gerade auch eine Sonnenbrille. Ist ja viel zu hell hier drin. Ist ja viel, also, oder? Mal die Taschenlampe ist viel zu hell. Da brauchen wir schon eine Sonnenbrille auf. Und natürlich, mit die Flipflops sind am besten. Ja, ja. Stimmt, ein Cocktail fehlt noch. Ein schönen Bahama Mamas oder sowas. Ein Bahama Mama. Oder ein Swimmingpool. Schön für den Horror vielleicht ein Zombie. Ah, ach guck. Wie kann ich denn jetzt... Dieses Puppengesicht ist auch super eklig. Okay. Gut. Finden wir die auch. Warum steht denn... Wer stellt denn den Rollstuhl so hin? Das ist da... Also... Ja. Hundertprozentig wird da irgendwas passieren mit dem Rollstuhl. Früher oder später. Notiz von Haibaras Assistenten 1. Ein Tagebuch gefunden. In Anerkennung meiner Forschungsergebnisse über Hirnnerven erhielt ich eine Position als Assistent von Dr. Haibara von Haibara Klinik auf der Insel Rugetsu. Dr. Haibara ist führend in der Forschung des Mondlichtsyndroms, MLS, einer Beeinträchtigung des Gedächtnisses, die man ausschließlich auf dem Rugetsu-Archipel findet. Nach dem, was ich über das MLS gelesen habe, handelt es sich dabei um eine mehrschichtige Geisteskrankheit, bei der Gedächtnisverlust von auffälligen Verhalten wie Schlafwandeln begleitet wird. Jedoch gibt die Krankheit zahlreiche Rätsel auf. Es ist weiter unklar, warum diese Krankheit nur auf diesen Inseln auftritt und wodurch sie verursacht wird. Dr. Haibara hat eine ganz eigene Herangehensweise an das Mondlichtsyndrom. Die von ihm entwickelte Behandlungsmethode bedient sich unter anderem einer Form von Musiktherapie, die Gebrauch macht von dem auf der Insel überlieferten Mondklang. Sie ist in der Psychiatrie beispiellos und könnte unsere Disziplin in Zukunft entscheidend voranbringen. Seine Forschung verspricht nicht nur Heilung für die MLS-Patienten, sondern auch Aufschluss darüber, wie das Gedächtnis die Psyche beeinflusst. Es ist wirklich faszinierend. Ich bin mir sicher, dass die Arbeit unter Dr. Haibara eine wertvolle Erfahrung für mich sein wird, die ich auf dem Festland kaum hätte machen können. Choji Katagiri, persönliche Daten wurden hinzugefügt. Okay. Das Mondlichtsyndrom, also. Wie schenke ich dir zu Weihnachten? Was, die Klamotten? Die Badeshorts? Krankenakte. Asagi Hitsuki. Eine Krankenakte gefunden. Hatsuki Asagi, weiblich, 6 Jahre alt, Zimmer, Altbau, 2. Stock. Nee, die Puppe. Ich finde Fabio. Fabio wird immer frecher, oder? Von Tag zu Tag. Irgendwas muss dagegen unternommen werden. Okay, Zimmer, Altbau, 2. Stock. Die geschilderten Symptome wie Gedächtnisverlust und Angst vor Spiegeln entsprechen in ihrem Muster dem Mondlichtsyndrom MLS und wurden entsprechend diagnostiziert. Der Fortschritt der Symptome ist moderat. Auf Anordnung von Dr. Hieber... Ah! Oh Gott! Oh... Ja, alles klar. Danke, Fabio. Vielen Dank.
Wo war ich denn? Auf Anordnung von Dr. Haibara wurde für nächste Woche ein chirurgischer Eingriff bei der Patientin angesetzt. Solche Eingriffe wurden bereits bei 2 Patienten mit weiter fortgeschrittenen Symptomen vorgenommen, jedoch ohne ein zufriedenstellendes Resultat zu erzielen. Wir hoffen mit diesem Eingriff bei einer Patientin mit relativ leichten Symptomen eine Behandlung für MLS-Patienten im frühen Stadium zu finden. Daher muss dieser Eingriff von allen Beteiligten ausführlichst dokumentiert werden. Darüber hinaus ist gegenüber den Patienten und ihren Angehörigen in dieser Sache absolute Stillschweigen zu bewahren. Oh, es ist übel, ey. Die machen hier irgendwelche... Alter... Das ist ja wie damals mit der Stromschocktherapie, ne? Wo keiner wusste, ob die wirklich hilft. Und die Patienten dadurch halt noch völlig zerstört haben. Also deren Gehirn dann auch völlig zerstört haben. Das ist ja auch ganz übel. Okay, ich muss vorher weg. Ah, jetzt habe ich das kapiert. Jetzt habe ich das kapiert. Okay. Ich greife nach dem Gegenstand, dann sehe ich die Hand und dann muss ich sofort loslassen, damit ich den Gegenstand nicht greife, die Hand mich nicht greift und der Gegenstand immer noch da ist und ich ihn bekommen kann. Denn sobald ich den Gegenstand greife und die Hand mich dann ergreift, ist der Gegenstand weg. Okay. Ja gut. Es wurde auch beschrieben beim ersten Mal. Aber jetzt habe ich es auch verstanden. Habe ich es auch verstanden? Das heißt, wir müssen in die Chirurgie gehen, ne? Ich schwör's dir, Fabio, ne? Wenn du mir tatsächlich echt eine Puppe gibst, dann mache ich einen IRL-Stream, hol mir extra eine Feuertonne oder ich fahre in den Garten von meinem Bruder, denn der hat eine Feuertonne. Und dann werde ich dort, und dann werde ich die Puppe nehmen und die dort live zelebrierend verbrennen. Habe ich sie noch erwischt? Ne, ich habe sie nicht erwischt. Scheiße. Okay. Die hat ja lange gedauert. Was soll das denn heißen, Chan? Die hat ja lange gedauert, Alter. Die Chan wird auch echt immer frecher, ne? Also, was ist denn los mit euch, Leute? Das ist ja... Das nimmt hier ganz ungemütliche Züge an mit euch, ihr Lieben. Der Türgriff fällt und die Tür ist vernagelt. Ja? Ach, Gottes Willen. Nee, da gehe ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ja, dass du das mit Hand begriffen hast. Ja, hey, das war das zweite Mal. Und ich hab's direkt verstanden beim zweiten Mal. Das ist doch... Ich finde, das ist eine Erwähnung wert. Aber halt nicht sarkastisch, sondern ernst gemeint. Meiste Flashbang-Chan aus Rache. Nur wenn das am Anfang beschrieben wurde und du bis jetzt gebraucht hast, das zu begreifen, dann hat es lange gedauert. Naja, ja. Ich finde, das war nicht gut beschrieben. Muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Ich weise die Schuld komplett von mir. Ich finde, das ist nicht gut beschrieben worden. Das war nur gut beschrieben für Metamenschen. Ich bin aber kein Metamensch. Ich bin Bubibori. Ich bin die Meta-Bubi. Sie haben mich vorgestern operiert. Bei einigen wurde es nach der Operation noch schlimmer. Deshalb wollte ich nicht, dass sie mich operieren. Aber der Doktor sagt, alles ist in Ordnung. Seit der Operation ist es ganz rot in meinem Kopf. Es tut so weh. Und mein Haar ist ausgefallen. Da muss ich... Oh. Ja. Seit der Operation ist es ganz rot in meinem Kopf. Es tut so weh. Und mein Haar ist ausgefallen. Da musste ich weinen. Es war Blut in meinen Tränen.
Aber Mama, und die Ärzte sagen, dass alles in Ordnung ist. Natürlich, es ist alles in Ordnung. Du weinst nur Blut, aber... Und dir fallen die Haare aus, aber es ist alles in Ordnung, Schatz. Es ist alles in Ordnung. Das ist normal. Das ist normal. Hatte ich auch letzten Monat. Ist wieder weggegangen. Mein Kopf ist rot und ich habe das Gefühl, dass ich mich auflöse. Es tut so weh. Hoffentlich hören die Schmerzen bald auf. Wo? Warte. Wo? Ey. Ja, okay, ich war viel zu langsam, ey. Viel zu langsam. Ganz so gemein und schnell beleidigt bin ich auch nicht. Ach ja, ja, ja. Aber mein Gott. Ich gehe hart auf die 40 zu, Chan. Was erwartest du? Okay, nochmal, ob hier irgendwas blau aufleuchtet. Aber es sieht alles in Ordnung aus. Dann gehen wir den Gang hier mal weiter. Ich glaube, hier war ja auch eine Tür. Oh, da ist eine Puppe. Das ist aber auch ein bisschen echt die Steuerung hier. Also wirklich, die Steuerung ist super altbacken. Die ist super altbacken. Und anscheinend wirklich komplett für die Wii, für die Nintendo Wii konzipiert. Weil, also das merkt man total. Merkt man total. Wenn man halt so einen Steuerungskontroller hat, ne? Mit der Wii-Fernbedienung, ist es, glaube ich, alles wesentlich smoother. Jetzt aber. Assistent im Raucherbereich. Na, was machen Sie denn hier? Kacken Sie etwa? Flache Eisenschlüssel. Im Aschenbecher liegt ein Schlüssel, eingewickelt in ein Stück Papier. Auf dem Etikett des Schlüssels steht Operationsvorbereitungsraum. Sieht nach einer Karte der Klinik aus. Oh, okay. Oh, lala. Wo haben wir denn... Ach, du heilige Scheiße. Ah, das ist der Eingangsbereich. Okay. Operationsvorbereitungsraum im ersten Stock. Also im Erdgeschoss. Erkunde den... Okay, wir gehen mal kurz auf die Karte. Das heißt, wir haben hier erkundet. In die Tür kommen wir tatsächlich nicht rein. Ist sogar ein Speicherpunkt. Okay. Dann gehen wir hier gleich die Treppe wieder runter. Oh, okay. Aibara-Klinik. So, das ist das Krankenhaus. Und dann gibt es noch die Rogetsu-Psychiatrie-Anstalt. Gott, hier gibt es zwei Kellergeschosse. Oh, das finde ich jetzt schon richtig uncool. Also nur das Lesen ist schon uncool. Wo geht's denn hier hin? Okay. Und wo kommen wir denn überhaupt? Okay. Wir kommen hier die Treppe wieder runter. Haben hier unseren Speicherpunkt und da den Schlüssel. Okay, mal sehen, was uns denn so begegnet jetzt auf dem Rückweg. Habe ich gesagt wir? Nein. Nee, glaube ich nicht. Da wirst du dich verhört haben, Chan. Da wirst du dich verhört haben. Ich weiß ja ganz genau. Oh, guck mal, wie wechsle ich die Scheiße denn? Oh. Ja, kannst du mal laufen? Thank you.
Irgendwo hier vorne, oder? Ja. Okay, ich glaube einmal noch. Oh, Alter, da spawnt die direkt hinter mir. Ah, okay. Okay, gut. Mann am Fenster. So von wegen Rentnerreflexe, ne? Wie ich immer gesagt haben. Frechheit. Absolut bodenlose Frechheit. Eine bodenlose Frechheit. Katsuhito Kariya. Ein Patient, der lange am Mondlichtsyndrom zu leiden hatte und sich längst nicht mehr an sich selbst erinnern kann. Dann haben wir Sane Hotsuki. Eine Inselbewohnerin, die an der Bucht vom Mondlichtsyndrom befallen wurde. Sie will anderen dieselben Schmerzen zufügen, die sie selbst erfährt. Und Yoriko Sonohara. Diablüte. Achso, Diablüte, ja, okay. Wandergeister. Mann am Fenster. Der in der Klinik umherirrende Patient Katsuhito Kiriya. Er betrachtet das schwache Spiegelbild seines Gesichts im Fensterglas. Ja. Okay. Also der Psychate und ich, wir gehen hart auf die 40 zu. Weil der Psychate wieder jünger ist als ich, ne? Ist auch jünger als ich. Na, ihr seid alle jünger als ich. Außer Searcher. Glaube ich. Achso, Telefon, ja klar. Unterwegs zum Operationssaal. Telefon. Ich weiß ja nicht, ne? Also. Ich würde da nicht rangehen, wenn ich ehrlich bin. Schande, ich glaube, so weit weg bist du nicht. Ah, doch, es werden, glaube ich, schon ein paar Jahre zwischen uns liegen, ne? Ich glaube schon. Aber ich glaube, die drei hast du auch schon. Oh, guck an, wir haben 100.000. Warte mal, wir tauschen hier mal eben ein, ne? Memo über Püppen. Ich glaube, die kann man auch nur einmal kaufen, oder? Kann man nur einmal kaufen, oder? Tausch abgeschlossen. Oh, cool, cool. Okay, jetzt haben wir Memo. Wird das auf unserer Karte angezeigt? Wir gucken das gleich mal. Wir begutachten das gleich mal. Wir speichern hier jetzt erstmal. Ich bin weit weg von der Felde. Was glaubst du denn, wie alt ich bin? Ich würde tatsächlich so auf 30, 31 schätzen. Also gerade so 30, 30, 31 würde ich schätzen. Oder tatsächlich so 28, 29. Entweder kurz vor der 30 oder gerade 30. In dem Raum. Also von 28 bis 31 würde ich jetzt schätzen. Nee, 24 ist zu jung. 24 ist zu jung. Ich glaube, 24 ist zu jung. Oh, gleich habe ich ein Follow weniger. Oder zwei Grapper mehr, die ich trinken muss. Eins von beiden. Aber ich glaube, ich liege gar nicht so falsch, wenn ich... Ich glaube, ich liege gar nicht so falsch. Uff, was möchte ich denn hier untersuchen?
Hängt ein abgelaufener Kalender und ein Diagramm des Nervensystems, okay. Schlüssel verwendet. Wir kommen durch. Ab in den Operationsvorraum. Du warst nah dran. 32 mittlerweile. Ja, guck. Guck an. Guck an. Da war ich ja wirklich sehr nah dran. Oh, warte. Wir haben hier... Irgendwo kann ich hier wieder irgendeinen Gegenstand. Sehe ich hier nicht. Hier auf der Couch. Da. Oh, 5 Steine. Sehr schön. Können wir damit... wir können doch bestimmt auch unsere Geistertaschenlampe damit aufwerten, ne? Immunkraft der Geistertasche regeneriert sich schneller. Geisterkraft erhöht die maximale Zahl an sammelbaren Geistpunkten. Kette. Erhaltene Punkte werden erhöht. Erhöht den Maximalwert des zufügbaren Schadens. Ja, komm. Schaden ist immer gut. Und schon haben wir den nächsten Erfolg. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und dann sagt sie ganz falsch, 2 Jahre sind das. Sobald du drüber bist, Fabio, ist das immer komplett falsch. Das weißt du doch. Buri und Zeigheit haben mich wenigstens jünger gemacht. Du, Pflanzenpalmer, hast mich älter gemacht. Ja, siehst du, Fabio, genau das, was ich gerade gesagt habe. Älter ist immer komplett falsch. Oh Gott, das war ja eklig. Älter ist immer komplett ganz, ganz falsch. Ah, oh Gott, das war eine Puppe, okay. Alter. Ach, lassen wir das. Okay. Ja. War gar nichts los. In dem Schiefsach ist etwas. Massenverschwinden. Ein Ausschnitt aus der Zeitschrift. Düsteren Geheimnis auf der Spur. 6 Monate nach dem Massenverschwinden auf der Insel Rugetsu liegt die Untersuchung auf Eis. Der Fall ist beinahe schon vergessen. Doch wir haben in eigenen Nachforschungen die düstere Geschichte der Insel aufgedeckt. Die der alles entscheidende Schlüssel sein könnte. Rätselhafte Krankheit, MLS. Zunächst wurden wir auf diese seltsame Krankheit aufmerksam, die nur auf dieser Inselgruppe anzutreffen ist. Spezialisten zufolge handelt es sich dabei um eine Form von Amnesie, begleitet von Schlafwandeln, fast als ob die Patientin besessen wäre. Wiederkehr der Katastrophe. Folkloristen, die die Geschichte der Insel studiert haben, berichteten uns, dass diese Krankheit dort wie eine Seuche gefürchtet wurde. Legenden besagen außerdem, dass einmal fast die Hälfte aller Inselbewohner gleichzeitig verschwunden sein soll. Massenhaftes MLS? Was wäre die Folge eines etwaigen massenhaften Ausbruchs der Krankheit gewesen? Die Insel ist vom weiten Meer umgeben. Es fällt nicht schwer, sich auszumalen, was geistig umnachtet umherirrenden Leuten dort widerfahren würde. Hat Tourismus die Insel verflucht? Auf der Insel findet das Rugetsu Kagura, eine Zeremonie für vermisste Seelen. Findet das Rugetsu Kagura statt? Eine Zeremonie für vermisste Seelen. Zur Zeit des Vorfalls regte sich Widerstand, das Fest für Touristen zugänglich zu machen. War der Wunsch, aus der Zeremonie eine Attraktion zu machen, Ursache des Ereignisses? Tod der letzten Zeugen. Die letzte Überlebende der Katastrophe, ein junges Mädchen, starb vor wenigen Tagen im Krankenhaus. Was mag dieses Mädchen, das am Krankenbett Mama flüsterte, gesehen haben? Die Antwort kennt nur die Insel Rugetsu, der sich nun niemand auch nur zu nähern wagt. Ja, außer wir. Außer wir Verrückten. Massenverschwinden. Angriff wurde, okay. Wurde hinzugefügt. Wir müssten hier irgendwo nochmal irgendetwas haben. Hier ist das. Okay, wir müssen hier irgendwas am Schrank werden wir noch haben, ne? Ach, das ist die Tür, die wir nennen. Irgendwas haben wir hier aber noch. Das ist tatsächlich... Ach, da unten.
Ja, Steuerung, danke. Nee, öffnen, öffnen will ich nicht. Will den Gegenstand nehmen. Und da, boah. Boah, das ist hakelig, Leute. Das ist hakelig. Okay, warte. Ich geh mal von der Seite ran. Ja, oder auch nicht. Nee, ich will die Tür nicht öffnen. Will den Gegenstand hier haben. Will die Tür schon wieder nicht öffnen. Wow, das war hakelig. Das war ein Krampf gerade mit dem Gegenstand hier. Operierende Ärzte. Oh, wir sind im Operationssaal. Okay. Geisterliste. Aibaras Assistent Choji Katagiri. Er ist kurz davor, eine Operation an einem MLS-Patienten durchzuführen und macht sich auf den Weg in den Operationssaal. Operierende Ärzte. Ärzte, die ein Mädchen operieren, das am Mondlichtsyndrom leidet. In den Augen der Ärztin, schimmert ein Ausdruck von Resignation. Oh. Oh, die Leichentücher, das ist ja uncool. Was ist das denn für ein heruntergekommener Operationssaal hier, bitte? Auf dem Tisch liegen Medikamente und Utensilien. Okay. Noch ein blauer Stein. Das Waschbecken ist schwarz verschmutzt. Das Wasser scheint nicht zu laufen. Okay. Okay. Ah, da liegt eine Puppe. Fotografieren wir ja mal kurz ab. Wir hatten, apropos Puppen, Fabio, das Highcat und ich, wir haben die letzten Nächte, sagen wir mal, die letzten Nächte viele, viele von solchen paranormalen Videos uns reingezogen. Und da war auch immer ein Typ dabei, der hatte solche richtig creepige Clownspuppe, solche Joker-Puppe, die richtig creepig gelacht hat und gegrinst hat und mit der Augenform von der Puppe, das sah richtig unheimlich aus. Und da frage ich mich ernsthaft, wie kann man sich solche Puppe echt freiwillig kaufen? Und die hat er auch noch auf die Kommode gesetzt mit dem Blick zum Bett. Also die Puppe hat einen auch nonstop angestarrt, während man geschlafen hat und so. Ey, super creepy. Steck ich mir doch nie in die Wohnung. Ein großer Gegenstand, der in Tücher gehüllt ist. Dafür habe ich auch viel zu viel Paranoia. Also ganz ehrlich, da bin ich. Da bin ich echt, das ist nicht cool. So, wir haben hier trotzdem irgendwas, was wir noch uns anschauen können. Boah, wir machen aber jetzt deutlich mehr Schaden, oder? Eieieiei. Der Schaden war schon deutlich höher als vorher. Eieiei. Ich will die Videos auch sehen. Habt ihr einen Namen? Oh Gott, hör auf. Willst du, dass ich Albträume bekomme? Ja, ey, ohne Scheiß, die waren super creepy, die Videos. Die waren echt super creepy. Also klar, natürlich weiß man so im Hinterkopf, die werden wahrscheinlich zu 99,9% der Fälle oder wahrscheinlich 100% der Fälle alle fake sein.
Aber sie sind halt wirklich gut gemacht, ne? Sie sind halt wirklich creepy aufgezogen und so. Das ist coole Videos. Ich habe dem Doktor gesagt, dass ich das nicht will. Es tut weh. Aber morgen operieren Sie mich wieder. Ey, wenn ihr wollt, können wir ja so ein paar Videos mal einfach als Reaction gucken. So zusammen. Hätte ich nichts gegen. Nein! Also ich glaube, dann erst recht, liebe Chan. Ich glaube, dann erst recht. Die Operation ist schuld, dass es mir so schlecht geht. Sie operieren mich wieder. Morgen operieren sie mich wieder. Ich will das nicht. Es tut weh. Ich will nicht, dass sie mich operieren. Es tut so weh. So weh. Die Operation tut weh. So weh. Boah, es ist echt super tragisch hier, ne? Es tut so weh. Es tut so weh. Gut tot. Gut tot. Ey, es ist wirklich super tragisch hier, was hier passiert, ey. Es ist super krank. Okay, warum haben wir jetzt... Ach so, ich dachte, die Haare mit... Dann bin ich weg. Hätte ich nichts gegen. Dann bin ich weg. Findest du solche Videos echt so schlimm, Chan? Kannst du die überhaupt nicht... Kannst du die gar nicht ab? Oder... auf dem Operationstisch liegt ein Autopsiebericht. Totenschein. Asagi Hitsuki. Hitsuki Asagi, weiblich 6, Todeszeit 0.32 Uhr. Umstände des Todes. Nach dem zweiten chirurgischen Eingriff, rapide Verschlechterung der Symptome, konnte mit Medikamenten fürs Erste ruhiggestellt werden, verfiel in der Nacht aber plötzlich in heftige Verwirrung. Der behandelnde Arzt setzte sofort Notbehandlungsmaßnahmen ein, aber ohne Erfolg. Die Patientin verstarb kurz darauf. Todesursache unbekannt. Wahrscheinlich Tod durch Erschöpfung, verursacht von rapider Verschlechterung des MLS. Es dient der Heilung. Der Heilung. Nee, es dient überhaupt nicht der Heilung. Ihr seid verrückt. Jetzt kam ich schon ein Wort. Ja. Please help me. I'm under the water. There's so much raining. Ja. It's built on the graveyard. Ja. Ach so, Geister sind nicht das Problem, aber so Clownspuppen oder sowas, das geht halt gar nicht. Da bekomme ich echt Horrorvorstellungen. Ah, okay. Ja gut, das kam tatsächlich aber nicht so häufig vor mit Clownspuppen. Also es gibt tatsächlich echt einige Verrückte, die da irgendwelche super creepigen Puppen sammeln und die dann auch noch wirklich so creepy irgendwo hinstellen, wo die einen nonstop anstarren. Also wirklich super, super eklig. Verstehe ich bis heute nicht, wie man sowas machen kann. Okay, oh. Boah, das war ja widerlich hier eben gerade mit dem Kopf. Uiuiui, da ging mir fast der Stift, ey. Der Stift ist fast rausgerutscht. Heilige Maria Gottes. Ach so. Das war, okay. Ja, warte. Ich will untersuchen. Ja, danke. Auf dem Medizinkasten steht ein Modell eines menschlichen Kopfes. In der Klinik müssen wohl Hirnoperationen durchgeführt worden sein. Nee, ja, nicht müssten. Wir haben ja mittlerweile schon erfahren, dass das der Fall ist. Und zwar an Kindern. Was das Ganze noch viel, viel schlimmer macht. Das Rogetsu Kagura. Hier hängt ein Flugblatt. Alle 10 Jahre findet im September, dem Monat des Erntemonats, auf der Insel Rogetsu eine Zeremonie statt, die Rogetsu Kagura genannt wird. Ihr Ursprung ist nicht genau bekannt, aber sie ist eine unter den Bewohnern der Insel überlieferte Feier. Sie ist ein Ausdruck des Dialoges zwischen Toten und Lebenden und dient dem Verstorbenen zu gedenken. Eine Priesterin, die Gefäß genannt wird, trägt eine Maske und tanzt zur Musik, die von 5 Mädchen, die Instrumente genannt werden, gespielt wird. Das magische Kagura und der Tanz setzen sich die Nacht hindurch fort. Auch die Zuschauer tragen alle Masken und halten Kerzen in ihren Händen, während sie das Kagura verfolgen.
Lange Zeit wurde das Kagura im Geheimen veranstaltet, bis es vor 30 Jahren für Touristen zugänglich gemacht wurde. Für die Inselbewohner ist dieses nur alle 10 Jahre stattfindende Kagura das wichtigste Fest und selbst jene, die die Insel verlassen haben, kehren zu diesem Anlass auf die Insel zurück. Entschuldige, Chan. Ja, zu Kagura Abriss wurde der. Okay, wurde hinzugefügt. So, naja. Hier haben wir noch was Leuchtendes. Notiz von Haibaras Assistent Nummer 2. Auf dem Tisch liegt ein Tagebuch. In der Haibara-Klinik habe ich Fälle von Mondlichtsyndrom, MLS, aus erster Hand beobachten können. Als ich das erste Mal einen MLS-Patienten sah, konnte ich meine Eindrücke gar nicht in Worte fassen. Das Mondlichtsyndrom weist Symptome von Gedächtnisfragmentierung auf, begleitet von einem Verfall der Wahrnehmung des Selbst, was zur Zerstörung der Persönlichkeit führt. Das gipfelt in einem vollständigen Gedächtnisverlust, Teilnahmelosigkeit gegenüber der Außenwelt und schließlich dem Tod. Die meisten Patienten wählen den Freitod, noch bevor die Krankheit so weit fortschreitet. Zuzusehen zu müssen, wie ein Patient nach dem anderen von der Krankheit aufgerieben wird, ist so entsetzlich. Es treibt mir immer wieder kalte Schauer über den Rücken. Dr. Haibara selbst fasst das MLS als eine besondere Form von lokaler, endemischer Krankheit auf, aber konnte weder die wahre Natur der Krankheit begreifen, noch eine verlässliche Behandlungsmethode oder gar Heilung entwickeln. Er bekämpft diese Krankheit mit einer Vielzahl von Behandlungsmethoden, hauptsächlich Medikation, aber auch chirurgische Eingriffe von Volksmedizin. Ich hoffe, dass ich morgen mehr über diese verschiedenen Arten von Behandlung erfahren kann. Kleiner Eisenschlüssel. Schlüssel erhalten, der neben dem Tagebuch lag. Okay, der macht jetzt welche Tür auf? Ah. Okay, damit kommen wir denn in den Bereich. Auf dem Tisch liegen Spritzen, Scheren, Skalpelle und Ampullen. Okay. Entschuldigung, ich musste mich nur kurz räuspern. Hatte Frosch im Hals. Hier noch mehr rote Steine. Können wir damit eigentlich, war hier irgendwas, was wir damit upgraden konnten? Ich glaube nicht, ne? Nee, es war komplett, wir sammeln die tatsächlich komplett durch. Okay. Okay, da kommen wir nicht rein. Hoppa, hoppa. Diese Köpfe, ne? Ist ja auch, nee. Ganz so cool. Das kaputte Regal ist voller Medizinflasche und Behälter. Okay. Gehen wir mal wieder raus. Scheint ja auch nichts mehr zu sein. Ich habe hier keine Anzeige mehr bekommen, dass hier irgendwas sein sollte. Hier auch nicht. Ort. Aber da kommt irgendein Rachegeist. So, nein! Ja. Was war das? Was ist das? Was hat er gerade gemacht? Wo ist er? Wo? Ich krieg ein zu viel. Ah, da. Okay. Oh.
Okay, einmal noch. Oh, ist wieder direkt hinter mir, ne? Alter. Holy moly, ey. An der Stelle, wo sich der Geist befand, liegt etwas. Anonymer Hinweis. Ich arbeite nach Haibara Cleaning und möchte zu dem kürzlichen Verschwinden der fünf Mädchen aussagen. Ich habe ihre Stimmen aus dem Brunnen auf dem Grundstück der Klinik gehört. Zuerst dachte ich, ich hätte mich verhört, aber dann wurden ihre Stimmen immer deutlicher. Natürlich der Brunnen. Es klang weder nach Weinen noch nach Stöhnen, es war eher ausdruckslos. Das sind sie, die verschwundenen Mädchen. Ich ertrage das nicht mehr. Wenn sie nicht auf der Stelle handeln, wird es zu spät sein. Während wir untätig Zeit verstreichen lassen, sind die Mädchen großer Gefahr ausgesetzt. Ich bitte Sie, leiten Sie so schnell wie möglich eine Durchsuchung der Haibara-Klinik ein. Ey, sind wir dumm, Buri? Chan hat doch ihr Baujahr im Namen drin. Check ich jetzt erst. Ja, lol. Ja, ja, danke. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht, Fabio. Ja, danke. Aber wenigstens wirklich alle drei, ne? Also Psycate, du und ich. Wir haben es alle nicht gecheckt. Ja. Ja, genau. Von hinten, von vorne, von der Seite. Ja. Ja, genau. Lauf. Beide hier. Ei. Komm. Noch einer hinterher. Jawohl. Noch einer. Scheiße. Passt. Nur noch das kleine Mädchen. Ja. Nee. Ich höre hier überall Stimmen. Alter. Das war uncool. Ellie. Okay, ich hab mal wieder auf die Kamera gewechselt. Okay. Na immerhin. Ui, das war ungemütlich. Ach so, jetzt kommt noch jemand oder was? Okay, Haibara. Der Chef des Ganzen hier. Also zumindest der Chef-Forscher, ne? Ja, Chan ist eine gute Seele. Doch, es gibt bestimmt einen anderen Weg. Wir müssen auf jeden Fall erstmal in den anderen Flügel. Ach so, das Telefon, ja klar. Ja,
Hey, ich hab fast den Controller weggeschmissen gerade. Alter. Ach so, Manka. Heilige. Okay, das war übel. Boah, das war... Alter. Alter, ey. Wieder zwei Stück, ne? Boah. Das war ja ganz böse gerade. Warum kann ich meine Taschenlampe nicht? Ich muss meine Taschenlampe aufladen. Okay, ich muss hier durch. Entschuldigung. Ich muss hier durch. Oh, oh, Gott sei Dank. Alter. Guck mal, ich geh mal kurz hier hin. Vorne, 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 vorne. Ja, komm her, komm her, komm her. Okay. Und das mit der Steuerung, ne? Also wirklich. Mit der Steuerung hier zu dodgen, das muss man erst so... Oh, direkt ins Ohr geflüstert hier. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal schaffen, ey. Uiuiui. Ui, ui. Okay, wow. Das war krass. Ich glaube, wir speichern erstmal. Wir haben schon lange nicht mehr gespeichert. Okay, uiuiui. Ui, ui. Wie viele Punkte haben wir denn wieder? 75.000. Reutermedizin haben wir zwei Stück. Da würde ich jetzt keine neuen kaufen, oder? Würde ich jetzt nicht machen. Achso, wollte mal gucken. Haben wir jetzt Extras freigeschaltet? Nee, immer noch nicht. Keine Ahnung, wann wir hier Extras freischalten. Okay. Ah. Ja, liebe Chan. Hallo, meine Liebe. Wie geht's? Wie steht's? Wie war's gestern? Habt ihr gesund und Mutter, die Feier, alles gut erleben können, ohne Zwischenfälle? Ich hoffe doch. So, warte, wo müssen wir denn überhaupt hin? Wo müssen wir denn jetzt weiter? Ach, hier, ne? Wir haben den Schlüssel für diesen Gang hier. Ach nee, da waren wir. Wir haben den Schlüssel für den Gang gefunden. So rum. Okay. Gehen wir mal hier längs. Ach ja, ganz gut soweit. Ja, okay, so. Also, so positiv hört sich das jetzt nicht an, wenn ich ehrlich bin. War sehr nass. Ach, wart ihr draußen? Okay, ja, das ist natürlich... Ja, hier hat es auch gewittert, im hohen Norden. Da gab es auch kräftigen Regenschauer mit Gewitter. Na? Okay. Hier ist eine Kassette. Scheint ein Krankengespräch zu sein. Ein Dokument gefunden. MLS und der Mond. In leichten Fällen des Mondlichtsyndroms verlieren die Patienten Bruchstücke ihres Gedächtnisses und weisen Schlafwandelverhaltensmuster auf. Charakteristisch dabei ist, dass die Symptome sich mit der Zu- und Abnahme des Mondes ändern. Der Zustand der Patienten stabilisiert sich bei Vollmond, aber sie neigen dazu, nachts draußen auf der Suche nach dem Mondlicht herumzuwandern. Bei abnehmendem Mond ängstigen sie sich und werden instabil. Daher wurde das MLS früher als Mondsucht oder Schlafwandeln bezeichnet. In schweren Fällen des MLS verlieren die Patienten ihr Gedächtnis fast vollständig und werden von Fenstern und Dächern angezogen, als ob das Mondlicht sie zu sich rufe.
Und wenn sie dann ins Mondlicht getaucht sind, baden sie darin, als ob sie dadurch, wenn auch nur für einen flüchtigen Moment, ihr Gedächtnis wiedererlangen würden. Die Menschen, die ihr Gedächtnis verloren haben, blicken immer zum Mond empor. Ein Symptom wie dieses kann natürlich in einzelnen Fällen auftreten, aber es ist schwer zu erklären, wenn es wie hier bei einer ganzen Gruppe von Menschen vorliegt. Da diese Krankheit dem Kulturkreis der Rogetsu-Inseln eigen ist, könnte sie eine Verbindung zu den Glaubensvorstellungen oder dem Klima der Inseln haben. Okay. Plugins, herzlich willkommen, mein Lieber, herzlich willkommen. Wie es geht gemeint. Ach so, okay. Alles klar, Schatten. Das Nass war nicht wegen Regen. Die Kinder haben sich nur gegenseitig nass gemacht mit dem 450 Wasser. Ach du meine Güte, okay. Okay. Ich verstehe. Ja gut, also hier im Norden war es auf jeden Fall auch angenehm, aber jetzt nicht so warm, muss ich sagen. Schön viele Spritzen und medizinische Geräte. Warte mal, wie waren das nochmal? Ach ja, okay. Y. Muss ich erstmal wieder ein bisschen rumgucken, ne? Erstmal wieder. Ah, guck an. Wir haben hier eine Puppe. Ja, wunderbar. Sieht wieder richtig schön aus. Was ich definitiv noch machen wollte. Ja, so haben wir auch Sound. Ihr hört was. Mir fliegen nicht die Ohren weg, wenn hier irgendwas kommt. So, einmal umdrehen. Konnte ich hier noch irgendwas untersuchen, oder? Ja. Oder auch nicht. Doch. Hinter der Glastür sind verschiedene medizinische Fläschchen gelagert. Ja, sehr schön. Okay, wir haben zwei Türen. Wir gehen erstmal in diese. Da müssten wir, glaube ich, in die Lobby kommen, quasi, wieder. Also, an die Theke. An den Empfang. Oh, hier ist wieder eine Puppe. Noch eine. Ganz schön viele... Oh. Mann! Diese blöden Wandergeister. Sie kriegen mich immer wieder. Okay, warte. Gucken wir mal. Wandergeist. Geisterliste... Wir haben auch neue Rachegeister, sehe ich hier gerade. Asagi Hizuki, ein Mädchen, das im Altbau sehr einsam war, weil niemand es je besuchen kam. Aufgrund der Medikation fielen seine langen Haare aus. Nett. Michihiko Ikushima, ein tiefgläubiger Inselbewohner, der den Legenden glaubte, dass am Tag der Erlösung der Ursprungskanal Zuflucht böte. Sehr schön. Wir haben hier noch einen. Shoji Katagiri, Assistent von Dr. Haibara. Er starb voller Reue über die illegalen Untersuchungen, an denen er im Zuge der Forschung am MLS beteiligt war. Ja, das haben wir ja mitbekommen, ne? Mit den ganzen Gehirnoperationen und so, was sie hier gemacht haben. Völlig krank. Vollkommen krank. Assistent vor dem Schreibtisch. Direktor Haibaras Assistent Shoji Katagiri. Er beginnt an den Behandlungsmethoden des Mondlichtsyndroms zu zweifeln. Schwester legt etwas ab. Die Schwester Shi Sonosaki auf der Suche nach der zweiten Holzplatte für die Schatulle, in der etwas aus dem Büro von Direktor Haibara versteckt ist. Okay, das werden wir denn jetzt mal einsammeln. Wahrscheinlich, ne? Warte. Ich muss hier, da war sogar noch ein Gegenstand, aber ich muss die Puppe hier nochmal fotografieren. Wo wir da hingehen. Hier waren auch nur 24 Grad, aber eklig schwül. Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Hier, ich glaube, ich hatte gestern, ich glaube, so warm war das nicht. Aber ich glaube auch so 22, 24 Grad. Und wurde dann auch sehr recht schnell schwül. War ja gestern auch den ganzen Tag unterwegs. Hab den Herrn Psycate besucht. Okay, was haben wir denn hier? Gucken. Kommt deine Hand? Dann zieh ich weg. Nicht. Holzplatte, abnehmender Mond.
Kästchen, auf dem das Muster eines abnehmenden Monds abgebildet ist, erhalten. Das werden wir, das werden wir dann wohl noch herausfinden, wo wir das reinpacken können, beziehungsweise wo die Schatulle ist und das Büro des Direktors, Haibara. Das müssen wir dann ja finden, weil es hieß ja, dass die Schatulle im Büro von dem Haibara, Büro des Direktors, ah, das ist dieser Raum hier, okay. Dann werden wir da ja jetzt straight hingehen. Blöd, dass ich hier die Lichter auch nicht anmachen kann, ne? Ich kann hier keine Lichter anmachen oder so. Immer wieder. Immer wieder dieser Scheiß. Das ist ja noch ein Geist, nein. Aber hier ist irgendwas, was wir... Aber wahrscheinlich da im Büro, genau. Wer ruft denn zu dieser Stunde an? Stimmt, auf dem Anrufbeantworter gesprochen. Notiz von Haibara Assistenten Nummer 3. Da liegt etwas auf dem Tisch. Ja, nee. Die Tage vergehen und wir setzen unsere Bemühungen fort, das Mondlichtsyndrom zu behandeln. Es sieht so aus, als ob Dr. Haibaras Behandlungsmethoden anschlagen, aber sie entfernen sich immer mehr von wissenschaftlicher Fundiertheit. Ich bin ehrlich gesagt ratlos. Er setzt immer mehr Gewicht auf seine eigentümlichen Behandlungsmethoden, die Gebräuche der Inseln und traditionelle Behandlungen. Besonders die makabren Apparate, die er verwendet, würde man in keinem anderen Krankenhaus jemals antreffen. Was mich noch mehr befremdet hat, sind die seltsamen Ausdrücke, die in dieser Klinik gebraucht werden. Das sind keine medizinischen Fachausdrücke. Zum Beispiel weisen Patienten, bei denen die Krankheit bis zum mittleren Stadium fortgeschritten ist, Angst vor reflektierenden Oberflächen wie Spiegeln oder Wasser auf. Ihrem Benehmen nach zu urteilen, sehen sie statt der Reflexion ihrer Gesichter für einen Moment etwas völlig anderes. In der Folklore der Insel nennt man dieses Phänomen Knospen. Statt eines medizinischen Fachausdruckes verwendet das Personal der Klinik diesen Ausdruck praktisch täglich. Die Leute hier fürchten sich besonders vor einem Symptom namens Erblühen. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint ist, aber wann immer dieses Wort fällt, werden die Umstehenden kreidebleich. Anscheinend sehen die Patienten das Gesicht einer knospenden Person, das nur sie sehen können, woraufhin sie selbst knospen. Dem Klang des Wortes nach zu urteilen, geht es über bloßes Knospen hinaus. Wenn jemand das Gesicht eines Patienten mit schweren Mondlichtsyndromen erblickt und sich die Krankheit dadurch überträgt, nennen sie das Nachhall. Ob es das ist, was sie damit meinen? Es ist nur schwer vorstellbar, aber vielleicht gibt es eine ansteckende Form des MLS. Und überhaupt, was ist dieser Ritus, den ich für Dr. Haibara ab morgen vorbereiten soll? Nur für eine Behandlungsmethode? Was soll ich tun? Ich fühle mich gar nicht gut dabei. Puh. Okay. Also scheint sich das hier alles zu übertragen zu können. Aber ist das tatsächlich auch eine Krankheit? Weil wir hatten in den vorherigen Kapiteln, hatten wir ja auch gesehen, dass sich die ganze Schose hier auch auf die gute Misaki, ich glaube, sie hieß die, ne? Misaki übertragen hat. Anfangs ging es uns ja total gut. Wir haben uns auf die Suche nach Madoka gemacht. Und als wir sie dann gefunden hatten am Ende und ihre Erscheinung quasi besiegt hatten, wurde unser Gesicht ja selber verschwommen und zensiert, wodurch wir denn den Nachhall erhalten haben, die Übertragung. Deswegen hieß das Kapitel ja auch Nachhall. Es scheinen Patientenakten zu sein. Die Bücher sind wohl alte Unterlagen. Aber... Büro des Direktors brennt Licht. Ist dort etwa jemand? Warte.
Warte, wie ging das noch so, ne? Wo ist der Geist jetzt? Warte, ach! Oh Gott, diese Steuerung ist für den Arsch! Warum ist denn das jetzt so? Ach, ich muss hier erstmal. Muss hier erstmal wieder klarkommen mit der Steuerung. So, eieiei. So, warte, ich bleib hier in der Ecke. Er ist immer noch vor mir. Er war vor mir. Einmal noch, ne? Dann müsste er tot sein. Doch schon wieder der Assistent. Ne, okay, noch ein paar Mal mehr. Eieiei. Ich versuche mal einen Crit zu machen. Kann ich hier mit einem Crit machen? Mit dem. Oh! Okay, der läuft mir zu langsam, bin ich ganz ehrlich. Der läuft mir ein bisschen zu langsam. Oh, ich geh mal näher ran. Ah, okay, dann mache ich auch mal guten Schaden, wenn die wirklich nah dran sind, ne? Mache ich auch mal ein bisschen Schaden. Wechsel mal wieder auf die Kamera. Okay. Ich habe es eben gemerkt, ich habe, wenn er weiter weg war, habe ich nur so 1200 bis maximal so 2000 an Damage gefahren. Und als ich eben nah dran war, da habe ich direkt 6500 gemacht. Also ist schon ein großer Unterschied, wie weit man entfernt ist. Wieder ein Gegenstand. Ah, oh, ein blauer Geiststein. Können wir irgendwas upgraden? Haben wir komplett? Wir haben 8 Stück. Ne, wir können gar nichts upgraden. Okay. Dann lassen wir das. Hier lag noch was drin in der Schatulle. Schachtel verziert mit diesigem Mond. Eine Schatulle verziert mit einem bewölkten Mond. Durch einen Mechanismus verschlossen. Die Mondphasen und 2 Schlitze sind eingeschnitzt. Okay, davon haben wir ja bereits eine Mondphase. Eine Mondphase haben wir hier schon. Kann ich das im Inventar kombinieren oder so? Oh. Ah, muss erstmal mit den Knöpfen wieder zurechtkommen. Weihwasser, wichtige Dokumente, Kassettenrekorder. Okay, wir können damit aber nichts machen. Können das auch nicht auswählen oder so, dann wird er das. Werden wir die Items automatisch zusammensetzen, sobald wir alle Teile haben? Hier haben wir die Tonbänder, okay. Die kennen wir noch gar nicht. ローゲットを到着。灰原が手配されてから2ヶ月が経った。以前行方は分かってない。明日行われる老月神楽はこの島出身の者にとって特別な意味を持つ祭りだという情報にかけてみる。 灰原がこの島に渡ったという証言はまだ取れず、本部は動かない。東京での捜索を進めている。しかし、灰原は、この島にいるような気がする。
これは俺の勘だが冷酷なやつほど窮地に立つと何かにすがりたがるものだ。 Oh. Wieder. Da, ba, da, ba, ba. So, 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 so. Warum funktioniert mein Controller nicht? Ah, jetzt. Okay, danke. Achso, ich muss das jetzt mal abwählen. Okay. Patientengespräch Himiko Kiriya. Tape, ]回りました. Dodeska, Kibun no Hoa. Wakarimase. Kimatukto Lokanite. Kina Miete. Kionitoskoshi. Ojitskundes. Itzkara deska. Mai no Matsuri Natoka des. Matsuri no Watemo. まだあの感覚が続いているような。それはどういう？どんどん自分が溶けてなくなって何か忘れてはならないことがあったのに、何かを忘れたことも思い出せなくなっているような気がするんです。そうか。 まずこの薬を安心してください。必ず解放に向かいます。あの音楽は何です？あの音楽を聞くたびにまた、やめてください。やめて。わかりました。あなたには特別な治療をしましょう。 Klingt nicht so gut. Oh, da sind gerade. Was ist da gerade passiert? Hat sie bewusstlos geschlagen? Patientengespräch. Takashi Aiba. Tape, ]回りました. Dodeska, Kibun no Hoa. Kaun wa Kibun no Mono ja nai in desu. 違うんです。これはそれはどういう？鏡を見ていると時々、いえ、わかりません。もう見たくない。うん。だから目を、あ、あ、あ。 薬の量を増やしましょうか。もう見たくないんです。妹だってそう言ってました。違う。違う。安心してください。必ず解放に向かいます。 Ah, sieht jetzt nicht so aus, als ob auf dem Weg der Besserung wäre. Die Geisterradio hätten wir auch noch. Die Stimmen, die kennen wir ja tatsächlich, ne? Die hatten wir schon. Notizbuch, das. Okay. Okay. Ich will mal weiter. Also, es klang jetzt auf jeden Fall alles nicht so cool. Die armen Patienten. Dann gehen wir mal in das Büro des Direktors, ne? Wobei, nein, wo kommen wir denn hier hin? Ach, hier kommen wir erstmal in den Gang. Okay, und dann können wir hier. Von dem Gang aus in das Büro gehen, hoffentlich, wenn es nicht abgeschlossen ist. Und wir hier nicht wieder irgendeinen komischen Wandergast, und ich habe da gesehen, die Treppe, die führt nach unten. Oh. Ich will nicht nach unten. Irgendwas ist hier. Das ist wahrscheinlich im Büro drin, ne? Ah, ne, hier. Aha, jetzt.
Das ist manchmal ein bisschen komisch, bis er das hier aufdeckt. Aber okay. Solange wir es aufdecken, ist alles okay. Oh, nochmal 5-mal Geißsteine. Also von den roten Dingern haben wir tatsächlich jetzt schon ein paar Stück, ne? Da haben wir jetzt schon ein paar mehr. 30 Stück insgesamt. Das ist schon was. Wir haben auch fast 100.000 von den... Warte mal. Kein Plan. Dann gehen wir in das Büro des Direktors. Toll. Oh. Gute Schätze. Okay. Na gut. Den müssen wir bestimmt noch bekämpfen, früher oder später. Eher früher als später, würde ich mal behaupten. Das ist ja blöd. Weißt du, da kaufe ich für 100.000 Punkte dieses Memo über die Puppen. Und dann kann ich damit gar nichts machen. Beziehungsweise ich finde es nicht. Weder im Inventar noch... Im Inventar war es auch nicht, ne? Doch, hier. Ah ja, im Inventar ist es, aber vermerkt in einem Notizbuch. Die Geisterliste verrät den Standort der Hatsuki-Puppen. Kein Plan. So, da vorne war schon direkt was aufgedeckt. Diese halboffenen Schädel hier immer. Notizen von Direktor Haibara. Ich gehöre einer langen Ahnenreihe an, die Festriten dieser Insel über Generationen hinweg bewahrt hat. Gleichzeitig habe ich mich aber auch als Arzt mit dem Mondlichtsyndrom MLS auseinandergesetzt. Während ich einerseits die Lehren der Haibara-Familie bewahre, habe ich gleichzeitig eine Klinik für die Behandlung von MLS-Patienten errichtet und die Krankheit von ihrer medizinischen Seite erforscht. Ich glaube, dass es meine Aufgabe ist, das Mondlichtsyndrom durch eine Verbindung von Tradition und Wissenschaft zu erforschen. Einst ergründeten die Bewohner der Insel die Psyche mit ihren ganz eigenen Methoden. Die Masken der Kagura sind eine davon, indem das Gefäß beim Kagura die Maske trägt und die Musik hört, verliert es sein Selbst. Die Masken der Instrumente halten einen Rhythmus aufrecht. Das Tragen der Maske stimuliert verschiedene Regionen des menschlichen Gehirns. Das ist wirklich ein faszinierendes Phänomen. Die Masken sind ein effektives Mittel, das Potenzial des Gehirns zu ergründen. Sie eröffnen den Weg zu einem Gebiet, das wir bisher kaum angetastet haben. Einer der Orte, zu denen mich dieser Weg geführt hat, ist die frühere Form, nein, die eigentliche Form des Rogetsu Kagura, der Ritus der Heimkehr. Ein mächtiges Mittel, um bis zum Abgrund der Psyche zu gelangen. Jedoch, da der Ritus der Heimkehr jene schreckliche Katastrophe herbeigeführt hatte, war er lange Zeit absolut tabu. Die Überlieferung nach war die Katastrophe furchtbar. Aber um das Mondlichtsyndrom zu überwinden, muss das Tabu gebrochen werden. Die Mondfinsternis findet nur einmal alle 10 Jahre statt. Wenn wir sie ungenutzt verstreichen lassen, verpassen wir unsere einzige Chance. Uns bleibt keine Zeit mehr. Wenn wir hier gerade rumlaufen, was haben wir denn hier? Ist denn hier auch Vollmond? Auf dem Tisch ist eine Gegensprechanlage, auf der mehrere Zahlen stehen. Suche nach Spuren des Direktors. Okay, wir müssen anscheinend Spuren des Direktors suchen, aber was kann ich denn hier? Kann ich hier irgendwas... Sehen da irgendwelche Zahlen drauf oder so? 591 sehe ich da. Oh, ja. 951. 438 951. Warte, das schreibe ich mir mal eben auf. Okay. Hier muss ja da ist eine Puppe. Ich sehe dich, Puppe. Warum wird der Kreis nicht blau jetzt?
Ja, wenn ich mit der Taschenlampe so leuchte, kann ich damit die Items auch aufdecken? Oh ja, tatsächlich. Okay. Ah, dann geht das ja viel einfacher, das so zu machen. Anstatt auf gut Glück irgendwie mit der Taschenlampe rumzuleuchten. Okay, das waren alle Gegenstände. Das heißt, wir müssen runter. Etwas, was ich eigentlich überhaupt nicht machen möchte. Ich möchte da nicht runter, bin ich ganz ehrlich mit euch. Ah, ich will da nicht runter. Aber okay. Los geht's, liebe Leute. Oh, der läuft ja auch. Also, wow. Na komm, Gitter. Hier kommt doch gleich ein Wandergeist, oder? Oh nee, gar nicht. Gibt es keinen anderen Weg? Assistent hinter Gittern. Okay. Schauen wir uns direkt mal an. Geisterliste. Der Wandergeist. Ah, er war früher ein gewöhnlicher Arzt, wurde jedoch von der bizarren Welt der Insel Rogetsu verschlungen. Der Bauer der Rogetsu-Anstalt und Erforscher des Mondlichtsyndroms, Shigeto Haibara. Für ihn gibt es nun keinen Weg zurück. Nee, das ist schon längst zu spät, das stimmt. So, warte, ich habe hier gesehen, hier wurde gerade irgendwas aufgedeckt, oder was? Ah, da komm ich ran. Oh, ich muss durchs Gitter greifen. Ich wollte gerade wegziehen. Okay. Kleines Kästchen, auf dem das Muster eines zunehmenden Mondes abgebildet ist, erhalten. Mithilfe der zu- und abnehmenden Mondplatten hat sich die Schatulle geöffnet. Kryptische Notiz 438951. Ach, okay, das hatte ich mir ja. Darauf steht eine Nummer sowie Wörter, die wie ein Teil eines Kurzgedichtes aussehen. Büro des Direktors. 2x7 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Noch eine Nacht später und auch das Quadrat wird voll. Untersuchen wir das mal. Auf der Anzeige der Gegensprechanteile sind Zahlen zu sehen. Das war 2x die 7. Und das Quadrat? Kann ich den zurück? Eingabe löschen. Ah, okay. Das Buch ist einfach da, um dir in der Puppenliste anzuzeigen, wo die Puppen sind. Gibt 79 Stück oder so und man schaltet damit Kostüme frei und so weiter. Okay. Warte, ich wollte sowieso mal. Ja, wir brechen das mal ab. Ich wollte sowieso mal nochmal kurz in die Notizen gucken. Okay, warte. Dann geh ich mal in die Geisterliste. Ah, ach, da steht jetzt okay. Rogetsu-Anstalt, erster Stock, Korridor zum Innenhof. 102 herrlicher Mond. Okay. Ah, gut, so richtig doll hilft mir das jetzt auch nicht, ey. Zimmer 308, Zimmer 309. Da waren wir ja auch noch gar nicht. Zimmer 207? Da waren wir, glaube ich, schon, ne? Zimmer 206, da waren wir, glaube ich, auch schon. Ich glaube, das ist das Zimmer von. Ist 206 oder 207 ist doch das Zimmer von der Ayako, ne? Von der Verrückten. 2x7 Tage vom neuen Mond bis zum vollen. Noch eine Nacht später und auch das Quadrat. Also 771 oder was? Ist das so einfach? 771? Okay, nee, ist nicht so einfach. Also die 2 und 7? Das kriege ich noch zusammen. Ne, weil zwei Phasen, a 7 Tage.
Leichenfiedern. Leiche der Woche ist seit 11 Monaten im Clan. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Wupp, wupp. Vielen, vielen Dank, Leiche. Vielen, vielen Dank. Denn auch bald wieder komplett genesen bist. Ich hab das ja alles so ein bisschen mitbekommen durch den Psycate. Ich hoffe, das geht denn bald echt wieder gut. Oh, der Pudding hat 2 Dicks, was willst du, eingesetzt. Alles klar. Das Geräusch kam von hier. Ja, dann schieben wir das Regal mal beiseite. Ja, bin fast wieder bei 100%, aber danke. Und danke, Psycate, fürs Bescheid geben. Ja, sehr gut, sehr gut. Das freut mich, Leichi, das freut mich. Das war ja echt unschön, was ich da so gehört habe. Huiuiui. Jo, hab ich, perfekt. Erkunde den Raum hinter der Geheimtür. Ah, klasse. Weiß jetzt nicht so unbedingt. Jo, genau, es geht runter. Warum muss es denn immer runtergehen? Kannst du nicht irgendwie auch mal in einen schönen Innenhof reingehen oder so? Warum muss das denn immer hier sein? Ach du meine Güte, was ist das denn hier? Ah. Nein, 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 nein. Boah, krass. Ich hab den. Aber hier ist noch einer. Nee, doch nicht. Okay. Hui. Aber hier setzt man die Taschenlampe. Okay, wir haben hier noch einen Gegenstand. Ich erkunde das erstmal hier alles gerade so ein bisschen. Einfach mal die Gegenstände hier, ne? So, da ist noch ein Gegenstand. Hier ist noch ein Gegenstand. Witzig. Absolut witzig. Ach ja, es geht noch weiter runter, natürlich. Selbstverständlich. Das reicht ja nicht. Ah. Ja, kann ich nicht empfehlen. Und Leute, immer brav Antibiotika zu Ende nehmen. Sollte man machen, ja. Sollte man machen, Leichi. Sollte man machen. Auf dem Tisch liegt ein zerfledderter Aktenordner. MLS-Forschungsaufzeichnung. Die besten Heilungsaussichten versprechen wir uns im Moment von chirurgischen Eingriffen. Konkret heißt das, wir öffnen die Schädeldecke, um einen Teil des Gehirns zu entfernen oder es unmittelbar zu stimulieren. Zu Beginn gestaltete sich diese Methode sehr schwierig und erforderte einige Experimente, aber nach und nach ernteten wir erste Erfolge und es kann nicht mehr lange dauern, bis wir eine wirksame Behandlungsmethode gefunden haben. Jedoch gab es vor kurzem einen Fall, bei dem die Behandlung anzuschlagen schien, der dann aber doch tragisch endete. Der Patient verlor sein Gedächtnis, wurde innerlich leer und starb schließlich. Und sein Gesicht war eigenartig verzerrt. Das Gesicht wurde auf der Stelle geerntet, aber ich frage mich, ob das ein Vorbote des Erblühens war? Wir werden die Erforschung einer chirurgischen Behandlungsmethode fortsetzen, aber das Erblühen muss um jeden Preis verhindert werden. So eine Katastrophe wie der Tag der Erlösung, von dem die Sagen unserer Insel berichten, darf sich niemals wiederholen. Ja, Alter, aber ihr forscht die ganze Zeit damit und wollt denn hoffen, dass sich diese Katastrophe und die Erlösung nicht nochmal... Dass es nicht nochmal passiert, ne? Was für ein Schwachsinn. Hört doch auf, in den Gehirn der Kinder rumzubohren. Völlig verrückt. Die Modellköpfe tragen eine Vorrichtung, in der unzählige Nägel stecken. Danke. Akupunktur. Warte, das untersuchen wir gleich mal. Wir gehen erstmal hier hin. Ja, daneben. Boah, ich hab mich gut erschreckt gerade. Ich hab gut gezuckt. Hey, ja, hey. Auf dem Bett liegt ein altes und eigenartig aussehendes Gerät. Verdammt, was hat Direktor Haibara hier nur getan? Notizbuch, Mondlichtsyndrom, chirurgische Behandlung wurde hinzugefügt. Egal.
Ja, das war's hier. Das war's hier. Ich. Wir gehen immer noch weiter runter. Oh, oh Gott, wo kommen wir denn jetzt hier rein? Was ist denn das? Zum Henker. Aber irgendetwas ist hier. Also. Irgendetwas. Hier oben? Nee. Der Durchgang ist durch einen Erdhaufen versperrt. Okay, nee. Irgendwas habe ich hier, was ich anleuchten kann. Beziehungsweise irgendein Gegenstand, den ich aufheben kann. Ah, hier unten. Wow. Oh Gott, jetzt funktioniert das mit der Steuerung hier schon wieder nicht. Doch jetzt. Okay. Das Nadelobjektiv erhalten. Okay, was ist denn das Nadelobjektiv? Geistertaschenlampe. Das kann ich sogar upgraden. Ermögliche einen mächtigen Angriff auf einen einzelnen Geist. Komm. Das wird auch direkt geupgradet. Zweimal. Der ganze Fotografierfunktion hinzu. Achso, das muss ich noch zuweisen, ne? Jetzt hab ich's. Ich hab's. 19. Wird die maximale Reichweite? Nee, finde ich jetzt nicht so wichtig. Die Mondkraft der Geistertaschenlampe regeneriert sich schneller. Geisterkraft erhöht die maximale Zahl an sammelbaren Geistpunkten Kette durch. Ich mach mal noch mehr Kraft, komm. Wir hauen den Schaden hoch. Bis zum Get-No. Ich finde das andere, das ging tatsächlich ganz gut so. So wie es ist. Na komm, Geist. Hier werde ich doch bestimmt Geist bekämpfen müssen, oder? Nee, nicht? Okay. Anscheinend nicht. Wo auch immer wir jetzt reinkommen. Alter. Was? Uncool. Natürlich. Alles klar. Dann vielleicht bis später.
Phase 3 abgeschlossen. Komm gut nach Hause, liebe Chan. Okay, wir haben Phase 3 abgeschlossen. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Gespeichert.